Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Mist. Ja, Mist. Wir speichern gleich mal das Spiel. Schade, dass wir den nicht benutzen können. Wir haben 14 Uhr, wir können noch ein bisschen looten gehen. Wir haben das Inventar ja relativ leer. Wir haben einen Baseballschläger. Ja, den würde ich vielleicht sogar mal hier lassen. Dann können wir nämlich hier mal ein bisschen sortieren. Relativ. Komm, du passt doch da rein. Ja, passe ich. Und falls wir nämlich wieder einen Loot-Container sehen, nehmen wir mit. Aber jetzt haben wir erstmal hier ein paar Autos vor uns. Wir gehen jetzt auch, denke ich, mal erstmal in die Richtung. Genau, wir können ja mal kurz hier. Ah, ich nehme es mal mit. Okay, den kleinen finden wir jetzt nicht so was Gutes. Einen Apfel, den können wir gleich mal essen. Und anderen Straßenseiten gucken wir halt noch nach Steinen hier, die wir auch mitnehmen können. Junge, warum hast du nichts gelernt? Kann ich dich looten? Ne? Aber hier liegen einige Steine auf der Straße. Okay. Essen, Trinken erstmal gesichert. Noch mal ein bisschen 9mm Munition. Wie viel passt hier rein? 16 Schuss. Und wir können jetzt gleich mal das AK noch umlegen. Wir brauchen ja noch ein paar Steine. Ein harter Stock. Hard Stick. Man weiß ja nie. Oh, Coins. Stimmt, hier gibt es ja jetzt Getränkeautomaten drin. Ich bin schon wieder total voll. Vollgepackt mit tollen Sachen, die das Abenteuer schöner machen. Ich hoffe, hier sind keine drinnen. Schade. Aber es scheint jetzt gleich dunkel zu werden, beziehungsweise zu regnen. Ah. Komm, wir haben eh Durst. Und können wir das Component noch mitnehmen? Gehen wir noch ein kleines Stück mal vor und dann gehen wir, denke ich, mal zurück. Bauen wir erstmal unseren. Hier könnten Gegner sein. Ich glaube aber, es waren nicht so viele. Ich glaube, 3 oder 4 waren es. Ah, gucken wir mal kurz zu dem Haus. Beziehungsweise zu den zwei Häusern.
Okay, das können wir sogar auch zu unserer Base nehmen. Aber wollte ich jetzt nicht. Aber wir haben ja auch keinen Loot-Container. Aber wir können hier mal zurückkommen. Nein, da gibt es einen Topf. Den können wir, glaube ich, zum Kochen gebrauchen. Component. Na. Was bist denn du? Bist du eine Feder? Jetzt haben wir noch einen schönen Helm. Okay, wir können ja Reifen. Ein Reifen hatten wir. Okay, Rifle Ammo. Neun Millimeter. Lass ich das dringend mal kurz hier. Revolver. 19, okay. Ja, die Pistole würde ich gerne mitnehmen, die Munition. Ja, es wäre auch noch was mit bösen Nachbarn. Firewood, Leder, Hunting Bone. Ist aber, glaube ich, schon wieder komplett vollgeladen. Was haben wir hier? Wir haben leider keinen Container mit hier. Mal kurz auf die Toilette hier gucken. Schade, manchmal kann nämlich auch da sein, dass da eine Möglichkeit für Rucksäcke ist. Okay, 8 Steine ist das Maximum. Aber wir haben ja noch nicht mal einen Container irgendwie, um dies Trinken zu bewahren. Das fehlt ja nun leider auch noch. Fehlt leider. Aber naja, gut. So, Spawn Building. Siehst du, Firewood müssen wir noch holen. Brauchen wir 4 mal Feuerholz. Halt, so rum war es, genau.
Stimmt, ich hätte ja den Feueranzünder mal weglassen können. Gut, es geht noch. So. Jetzt muss ich mal gucken, ob das hier auch wieder so geht. Genau, hier kriegt man noch ein bisschen Rinde raus. Müsste gut sein zum für Feuer anzünden. Tun wir mal bitte durchklickern hier. Dumm, dumm. Ist fast wie bei Subsistence gefühlt. Was sagt denn da? Ja gut, eins haben wir voll. So. Ah. Ich denke sogar mal, das wird dann für eine Weile lang. Ja, fünf. So, ich mach gleich mal nochmal. Ein bisschen Feuerholz. So, es fehlen bloß noch die vier. Interact. Da muss ich nämlich, brauche ich jetzt wieder einen Eimer, um mir Wasser reinzufüllen. Wir brauchen Streichhölzer. Super. Okay, packe ich mal das hier da rein. Machen wir das mal so. Wir haben auch noch ein bisschen was zu essen. Der ist schon voll. Ja, wenn ich da das Trinken reinpacke, ist es nur klar, dass er voll wird. Schlaumeier. So, was sagt die Zeit? 16:35. Hallo? Hallo? Dankeschön. War das hier? Trashbin, useful remove. Ja, okay. Bräuchte allerdings, glaube ich, einen Eimer. Genau, hier werden wir uns bestimmt auch einige bauen, locker. Die kann man auch finden, allerdings man kann sie auch bauen. Also bei denen ist nur der Unterschied die Farbe, bei denen und hier ist halt Security. Allerdings brauchen wir dafür ein Gear und das gibt es meistens dann eher bei den Banditen. Ich glaube auch, wir bräuchten dafür eine Workbench. Ich bin noch drüben noch gar nicht reingeguckt. Aber weil es hier drinnen stockenduster ist. Okay, der geht gar nicht. Aber ja, wir haben eine schöne Möglichkeit, Loot abzulegen. 12,2 Liter. Eine Workbench, das ist ja nice. Denn ich glaube mal, Bottle of Water.
Das ist nice, weil da können wir uns das Wasser dann einspeichern. Bucket. Also wir brauchen 3 Component und 4 Metal Scrap. Ich nehme das allerdings mal gleich mal mit rüber. Da können wir das nämlich drüben erstmal einlagern. Und ich würde sogar sagen, die nächste Loot-Tour werden wir mit den... Koffer machen, dass wir den Koffer mitnehmen. So, erstmal brauchen wir das hier. Da haben wir nämlich wegen um eine Möglichkeit, die Flasche zu behalten und einen Eimer. Und dann müssen wir uns sputen, dann wird es nämlich stockduster. Dadurch, dass der ja die Unreal Engine gewechselt hat, wird es halt wirklich relativ schnell stockenduster. Aber es ist nice anzusehen. Respekt. Ganz großes Respekt, sage ich mal so. Gut, und dafür, dass wir jetzt in der dritten Folge sind, kann ich ja noch nicht erwarten, dass wir hier schon zig, hundert Möglichkeiten haben zu überleben. So, kurz gucken. Ich esse und trinke was. Nun ist offiziell Nacht. Das ist die Grillen zirpsen. Und noch eine Kleinigkeit snacken. So. Wir ruhen 12 Stunden, da ist nämlich wieder Tag. Deswegen habe ich mal so viel getrunken und gegessen. Ja, jetzt steht es nicht mehr gerade drin, es tut mir leid. Tut mir ganz offen leid. Aber es wird langsam Tag. So, da können wir dann wirklich in der nächsten Folge dann... Ich vergaß, hier sind wir da und hier ist ein kleiner Teich. Das ist gut, da können wir nämlich doch schon mal hinterm Haus. So in die Richtung. Stimmt, da waren ja die Beuthäuser. Uns Wasser einfüllen. Den Eimer und den schon mal rein. Dann vielleicht schon mal anmachen. Weil dann können wir sagen, gut, dann lassen wir halt die Trinkflaschen zurück. Fill up. So, haben wir jetzt 10 Liter unsicheres Wasser. So, tue ich mir gleich wieder mal ummodeln. Natürlich ist es für ein Streichholz. Das heißt, wir können es, selbst wenn wir es wollten, noch nicht mal anmachen. Aber wir hätten schon mal 10 Liter drin. Ich lasse den Eimer jetzt... Hallo? Oder muss das erste hier da drin sein? Also, man müsste auch einstellen. Ja, ja, nice to know. Ja, nice to know. Ja, ist okay. Das heißt, die Flasche... Lass mal hier, Crowbar Axt haben wir mit. So, ich würde aber erstmal an der Stelle sagen, kommentieren, abonnieren, liken. Macht's gut und tschüss, bis zum nächsten Mal.